Hallo meine lieben Disney Dreamlight Rally Freunde und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Rally Rally Rally. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, endlich ist es soweit. Wie geht es weiter mit Disney Dreamlight Rally? Sie haben die neue Roadmap gepostet. Ich habe mir noch nichts davon angeguckt. Es gibt einen neuen Blogpost, wo alles drinstehen wird, wie es jetzt weitergeht die nächsten Monate. Das Ende von Disney Dreamlight Valley. Im August kommt unser letztes Update. Dann war's das. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr erwartet, was ihr gerne möchtet. Bitte kommt Timon und Pumba dieses Jahr. Ich will endlich die sonnige Ebene fertig machen. Bitte, bitte, bitte. Und mehr weiß ich auch nicht, was wir bekommen. Ich würde sagen, wir legen los. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ich hoffe noch diesen Monat das Update. Was ich aber glaube, Tiana Rift in Time Act 3 Update müsste eigentlich noch kommen. Jetzt im letzten Mittwoch im August. Wir legen los. Ich habe es natürlich jetzt alles wieder auf Deutsch übersetzt. Es könnte immer ein bisschen zu grammatikalischen Fehlern kommen. Ihr wisst ja, das ist alles vom Browser übersetzt und so weiter. Da, wie gesagt, da können so ein paar kleine Fehler entstehen. Aber meistens läuft es eigentlich ganz gut. Okay, 6. August, 15 Uhr. Das kam jetzt super überraschend. Rally Vignette. Wie geht es weiter mit Disney Dreamlight Valley? Ich weiß es auch nicht. See what's next for Disney Dreamlight Valley. Wir haben die in ihr Valley ein bisschen gebaut. Ach guck mal, die haben das auch so ein bisschen großstadtmäßig. Wie bei mir auf dem Hauptplatz. Wir haben denselben Geschmack, liebe Entwickler. So. Willkommen, Dorfbewohner im Tal. Ich bin Joshua Kimmich, ich meine Joshua Labelle, der Kreativdirektor von Disney Dreamlight Valley. Ich freue mich, fast 2 Jahre magischen Lebens mit Ihnen zu feiern und über einige der Dinge zu sprechen, die die Zukunft für das Valley bereithält. Ich bin gespannt, boah, fast 2 Jahre. Danke, dass du 2 Jahre lang magisch gelebt hast. Ja, sehr gerne, mit vielen Bugs. Oh, das sind alle Updates hier, ne? Sind hier schon die neuen? Ne, es sind alle Updates. Ja, Sommer 2022 hat's angefangen. Wisst ihr noch damals? Ach, da waren wir noch jung und verliebt alle. Genau, da kam das Scar-Update, da kam das Frozen-Update. Das habe ich schon komplett vergessen. Das war aber richtig gut. Da haben wir Stitch, Buzz und Woody bekommen. Da haben wir 3 Charaktere in einem Update bekommen. Das glaube ich, das hat mich nie mehr wieder. Außer bei Rift in Time. Das war richtig krass. Ja, Olaf-Update mit Mirabelle, stimmt. Hier, Simba und Nala war richtig krass, das Update. Das war auch richtig cool mit diesen ganzen Kirmes-Sachen. Blaue Oma. Dream-Snaps-Update mit Vanellope. Beast. Stimmt, da hatten wir eine ganz lange Pause. Beast kam Mitte September, da mussten wir bis Anfang Dezember auf Rift in Time warten. Hier, mit Buck Skellington, wie ich ihn liebevoll nenne. Dann natürlich hier Monster AG, Daisy und als letztes Mulan. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr bei allen Updates von Anfang an dabei wart. Ich glaube schon. Ich glaube, ich war 1-2 Wochen vor Scar dabei, glaube ich. Ja. Seit der Veröffentlichung von Disney Dreamlight Valley haben wir eine Menge aufregender Inhalte hinzugefügt, die du genießen kannst. Im Jahr 2024 haben wir bisher 2 kostenlose Realms und 5 neue kostenlose Charaktere eingeführt. Bisschen wenig eigentlich, oder? Finde ich. Zusammen mit einem Erweiterungspass, der noch mehr Charaktere, Quests, Möbel und Kleidung hinzugefügt hat. Wir haben auch die dringend gewünschten Verbesserungen an Dagobert Ducks Laden, den Möbelmodus und Dreamsnaps vorgenommen. Ja, da könnte aber noch ein bisschen mehr sein, finde ich. Also, da gibt es noch mehr Verbesserungen, die man machen könnte. Vor allem bei Dreamsnaps, vor allem im Möbelmodus und auch bei Dagobert Duck. Der Laden ist immer leer. Also, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Da loben sie sich schon ein bisschen zu viel, finde ich. Heute enthüllen wir ein wenig mehr von dem, was das Jahr 2024 für uns bereithält und bekräftigen gleichzeitig unser Engagement auf euer Feedback zu hören und das Spiel kontinuierlich zu verbessern. Das ist sehr gut. Hört auf uns. Wir wissen, wie es geht. Wir sind die Community. Das Ende einer Roadmap ist nur der Anfang einer anderen. Das stimmt, da habt ihr recht. Wie bereits in unserem letzten Roadmap angedeutet, freuen wir uns sehr, Tiana an unserem nächsten kostenlosen Inhaltsupdate im August in Tal zu bringen. August, habe ich doch gesagt, ich denke mal, letzter Mittwoch im August wird das kommen, das Tiana-Update. Zusammen mit Tianas Palast, einer neuen Außendekoration und einem Sternpfad, der eurem Dorf einen Hauch von Klasse aus den 1920er Jahren verleihen wird. Ist auch schön, freue ich mich. Neben der Hinzufügung von Tiana wird auch unser Erweiterungspass Disney Dreamlight Valley Rift in Time im Rahmen dieses nächsten Updates einen epischen Abschluss finden. Okay, es kommt kein Rift in Time Akt 4. Damit hatte ich ja erst noch gerechnet. Okay, das ist dann wirklich vorbei mit Akt 3. Okay, ich bin gespannt. Du wagst dich tief in Jafars Palast, um seinen Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen und erlebst ein paar weitere aufregende Überraschungen. In den kommenden Wochen werden wir mehr über diese aufregenden Updates berichten, also bleibt dran. Ja, und lasst gerne ein Abo und Like da, aktiviert gerne die Glocke. Wir werden natürlich alle News zu dem Update machen. Wir werden natürlich wieder streamen, ich werde Tipps und Tricks machen, wir werden uns alles angucken. Es geht wieder los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nächste Woche Mittwoch ist auch der alte Sternfahrt vorbei. 8 Tage noch. Da habt ihr noch Zeit, das einzulösen.
Oh, da unten ist es schon. Da wir uns zum Ende unserer aktuellen Roadmap annähern, wissen wir, dass ihr gespannt darauf seid, mehr über die Zukunft des Spiels zu erfahren. Wir laden sie ein, sich unserer Roadmap für den Rest des Jahres 2024 anzusehen. Timon und Pumba! Da sind sie! Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben uns immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Ja, sie kommen, wie geil. Ja, August 2024. Tiana mit Rift in Time. Okay, ich denke mal in 3 Wochen. Ja, letzter Mittwoch im August wird es wahrscheinlich sein. Tag werden sie natürlich auch noch verraten. Dann Oktober 2024. August, September. Ja klar, 2 Monate später kommt Timon und Pumba. Mit einem Showcase-Stream. Okay, da werden sie dann wieder so Videos machen und Livestreams und uns das alles zeigen. Geil. Mit Realm sogar. Ah ne, Return to the Lion King. Also wir gehen ins alte Realm von König der Löwen, holen die beiden. Geil, feier ich. Und late 2024 Stitch a New Mystery Together. Okay, irgendwas mit Jack Skellington wieder? Das ist ja das Kostüm von Jack Skellingtons Freundin. Ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Weiß ich nicht. Also ja, mal gucken. Also das hype mich jetzt hier nicht so, muss ich sagen. Stitch a New Mystery Together. Also falls ihr da vielleicht noch Hinweise habt oder so, was es sein könnte. Aber es ist ja auf jeden Fall dieses Kostüm, was wir schon hatten. Also irgendwas mit Jack Skellington wird es wahrscheinlich wieder sein. Nightmare Before Christmas. Bin ich jetzt nicht so gehypt drauf. Aber das ist ganz cool hier. Ja. Aber eine kleine Roadmap. Nur für dieses Jahr. Sonst kriegen wir eigentlich immer noch für nächstes Jahr auch noch das, ne? Okay. Alles klar. Unser Oktober-Update wird kleiner und kürzer sein. Ah, aha. Mit einem Schwerpunkt auf Fehlerbehebung und Verbesserung der Lebensqualität. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich gut, dass sie das machen. Dass sie sich darauf jetzt konzentrieren, ja, um euer Spielerlebnis da flüssiger und angenehmer zu gestalten. Habe ich ja gesagt, sie sollen sich ein bisschen mehr zurückhalten mit den Inhalten. Erstmal das Spiel auf ein gesundes Level bringen. Finde ich gut. Krass, dass sie es aber erst im Oktober machen. Ich hätte es aber jetzt schon gemacht. Während wir später im Jahr auf ein größeres Update vorbereiten. Aber das bedeutet nicht, dass das Update nicht auch eine eigene, einige aufregende Überraschungen und neue Inhalte bereithalten wird. Wir freuen uns anzukündigen zu können, dass dieses Update auch ein beliebtes Duo ins Spiel bringen wird. Timon und Pumba aus Disneys Der König der Löwen. Ich dachte, er ist aus Findet Nemo. Kehre in das Reich des Königs der Löwen zurück, um neue Überraschungen zu finden und das Paar in dein Dorf zurückzubringen. Mit ein wenig Hilfe der Vergessenen hilfst du Timon und Pumba, sich einer Invasion von Nachtmilben zu stellen. Einem fiesen neuen Problem, das mit den Nachtdornen und Vergessen zusammenhängt. Okay, da werden wir da wahrscheinlich die beiden einfach bekommen. Die werden wahrscheinlich ein Haus kriegen, denke ich mal. Neuer Sternpfad, das wird da nicht so groß werden, das Update. Aber eigentlich wird es doch so groß wie alle Updates. Was kriegen wir denn hier mehr als hier? Also was kriegen wir hier weniger als hier? Ja, also ich hoffe, wir werden Sternfahrt zumindest bekommen. Ich bin gespannt. Aber gut, dass sie sich darauf konzentrieren. Dann wird Ende des Jahres, ich schätze mal im Dezember, wird da nochmal ein Kracher-Update kommen. Ich bin gespannt. Ne? Später im Jahr werden wir euch einen weiteren spannenden Showcase präsentieren, in dem wir einige große Überraschungen enthüllen werden, die 2024 noch kommen werden. Hoffentlich wird euch der Teaser in der Roadmap überbrücken, zusammen mit Informationen über unsere Roadmap für 2025. Das wird natürlich sehr interessant. Okay, wir kriegen dieses Jahr aber keine kaufbare Erweiterung mehr. Ich schätze mal erst nächstes Jahr wieder. Unsere Verpflichtung ihnen gegenüber über die Zukunft des Spiels. Ohne zu viel über die Zukunft zu verraten, wollten wir ein paar Verpflichtungen skizzieren, die wir euch, unseren Spielern, auch in Zukunft einhalten wollen. Ein Tal, das sich um sie herum entwickelt. Letztes Jahr haben wir versprochen, weiterhin kostenlose Inhaltsupdates zu liefern. Die neuen Charaktere, Realms, Kleidung, Möbel und weitere Überraschungen hinzufügen. Dieses Versprechen ist heute genauso wichtig wie damals. Vor allem, wenn wir uns die neuen Dorfbewohner ansehen. Damit stehen wir... Egal. Jüngste Umfragen haben wir eine wichtige Rolle gespielt. Ja, darum waren die Umfragen auch sehr wichtig. Indem sie uns einen Einblick in das gegeben haben, was sie in Disney Dreamland Valley sehen möchten. Und 2025 zeichnet sich bereits ab, ein Jahr voller aufregender Überraschung zu werden. Auf jeden Fall ist hiermit schon mal confirmed, dass es 2025 weitergeht. Das Spiel wird auf jeden Fall nicht enden. Da gibt es ja auch welche, die Angst ein bisschen haben. Es geht nächstes Jahr weiter. Ja, zwischen der aktuellen Roadmap und den Überraschungen, die in unserem Showcase noch bevorstehen, gibt es viel, worauf man sich freuen kann. Wenn wir Disney Dreamland Valley weiter wächst, werden wir uns natürlich auch die ganzen Showcases live angucken, klar. Nutzen Sie Ihr Feedback, um sich ständig zu verbessern. Neben der Erweiterung des Spiels mit neuen Inhalten konzentrieren wir uns auch darauf, auf Eure Hoffnungen und Träume in Bezug auf bestehende Funktionen zu hören und zu zeigen, wie sie verbessert werden können. Von der Dekoration über die Organisation deines Kleiderschranks und deiner Möbel bis hin zur Verbesserung des Fotomodus werden wir nächstes Jahr mehr Zeit darauf verwenden, die Funktionen, die du kennst und liebst, noch besser zu machen. Wäre cool.
Wäre cool. Dagobert Ducks Store ist ein großartiges Beispiel für dieses Engagement. Wir haben so viel darüber gehört, wie wichtig diese Funktion für ihre täglichen Routinen ist. Wir haben den Algorithmus und das Layout verbessert, damit du mehr einzigartige Möbel sehen kannst. Das stimmt, also die Möbelauswahl ist schon besser geworden, aber es müssten insgesamt mehr Möbel sein. Mein Laden ist halt komplett leer und jetzt habe ich eigentlich nur noch alte Sachen oder nichts im Endeffekt. Ja, sie müssten einfach mehr Nachschub bringen. Weißt du, mehr Masse wäre cool. Wir freuen uns darauf, dem Shop in Zukunft in Updates weiterhin Verbesserungen und neue Gegenstände, vielleicht sogar ein paar neue Kleidungsstücke zur Verfügung zu stellen. Oh, wie großzügig. Vielleicht sogar ein paar neue Kleidungsstücke. Vielen, vielen Dank. Ja, das wäre auch mal gut. Für den Rest des Jahres 2024 werden wir uns stark darauf konzentrieren, mehr am häufigsten nachgefragte Verbesserungen wie diese zu liefern. Okay, was soll das sein? Achso, bessere Filter oder was? Okay. Ja, cool. Halte zum Beispiel auch schon nach großen Verbesserungen an unseren Möbel- und Garderobenmenüs in unserem nächsten Update. Das Update wird einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen enthalten, die Ihnen helfen, Ihre Artikel besser zu sortieren und zu verwalten. Haben Sie schon eine Vermutung? Wahrscheinlich so eine Suchfunktion, wo man was eintippen kann, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ist hier nicht sogar so ein Suchfilter? So ein Balken zum Eingeben? Könnte sein, ne? Wir haben auch gehört, dass eure Täler ein wenig überfüllt werden. Wir arbeiten an neuen kostenlosen Funktionen, die dabei helfen, viel mehr Platz und Freiheit beim Dekorieren zu haben. Finde ich gut. Wir danken euch aufrichtig für eure Geduld, während wir auf euer Feedback hören und daran arbeiten, das Spiel zu einem besseren Erlebnis zu machen. So habt ihr mehr Möglichkeiten, zusammenzuspielen. Oder behalte dein gemütliches Solo-Erlebnis. Einige Spieler von Disneyland Valley lieben es, Abenteuer in anderen Dörfern zu erleben, mit Freunden zusammenzuarbeiten, um Ziele zu erreichen und ihre Kreativität miteinander zu teilen. Andere Comments Valley, um ein gemütliches Solo-Erlebnis zu erleben. Ja, schreibt mal gerne in die Kommis, seid ihr so Team Multiplayer oder Team Solo? Also, ich persönlich, ich spiele das Spiel am liebsten auch solo-mäßig, weil im Multiplayer kannst du ja leider nichts machen. Cool ist aber wiederum, dass du wirklich handeln kannst und du die andere Valleys angucken kannst. Das finde ich eigentlich ganz schön. Beziehungsweise handeln, beziehungsweise dass man ein paar Sachen tauschen kann und so weiter. Ne, aber es könnte noch mehr sein, ne? Bla 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 bla. Mit dem nächsten Update wird plattformübergreifender Mehrspielermodus für PlayStation-Konsolen verfügbar sein. Halleluja! Halleluja! Sorry, meine Stimme. Das bedeutet, dass PlayStation-Nutzer mit Freunden auf anderen Plattformen spielen, ihre Dörfer besuchen, Touch of Magic Designs teilen und an Dream Snaps-Herausforderungen teilnehmen können. Da haben wir's doch! Da kann ich euch endlich alle besuchen! Wie cool! Haltet auch schon nach Cross-Save auf PlayStation-Konsolen, die später in diesem Jahr... Und ihr könnt euch jetzt könnt ihr praktisch auch eure Daten auf die PlayStation laden. Also wenn ihr jetzt eine Switch habt oder Xbox oder PC, könnt ihr es auf PlayStation laden. Das geht jetzt endlich! Das ist eine sehr gute Neuerung. Im Jahr 2025 werden wir noch mehr Möglichkeiten hinzufügen, gemeinsam zu spielen. Aber keine Sorge, wenn du lieber allein spielst, diese neue Funktion werden dich immer noch unterstützen und genauso lohnt sein. Okay, geil! Sehr cool, sehr cool. Abschließend, es ist eine Ehre, mit dem immens talentierten Team hinter Disneyland Valley zusammenzuarbeiten. Talentiert. Wir sind nicht nur Spieleentwickler in erster Linie, sind wir Superfans des Spiels, des Genres und von Disney. Nein, es ist natürlich ein sehr, sehr kleines Team, wahrscheinlich auch ein junges Team. Man weiß auch nicht, wie viel Budget sie natürlich haben. Ja, aber das Spiel könnte auf jeden Fall noch viel, viel besser werden. Unser gesamtes Team freut sich genauso wie du über jede neue Figur, Kleidung und jedes neue Möbelstück, inspiriert von der lebenslangen Liebe zu Disney- und Pixar-Geschichten und Ausflügen in Disney-Parks. Was mich betrifft, so war ich das Kind, das jede einzelne Zeile von Disneys Aladdin auswendig kannte. Meine VHS, das war ich auch, von Der König der Löwen verschliss, die habe ich auch tausendmal geguckt, den Film. Und versuchte Beweise dafür zu finden, dass mein Woody und Buzz Lightyear-Spielzeug in meinem Zimmer herumliefen, wenn ich nicht hinsah. Im Herzen bin ich immer noch dieses Kind und ich hoffe, dass unser Spiel das Kind in dir zum Vorschein bringt. Sei es durch die Magie von Disney oder durch das Erreichen der Gemütlichkeit im Leben. Bei jedem Update freuen wir uns auf eure Reactions, lachen über eure Memes und versuchen uns und eure Memes und Videos und suchen nach Möglichkeiten, das Spiel auf der Grundlage eures Feedbacks zu verbessern. Wir können es kaum erwarten, ein weiteres Jahr des magischen Lebens mit euch allen zu teilen. Bleibt nächste Woche dran, um eine Vorschau auf unser nächstes Update zu erhalten. Ich hab's gewusst. Nächste Woche geht's los. Und haltet auch schon nach unserem Showcase im Laufe des Jahres, um mehr über all die aufregenden Überraschungen zu erfahren, die wir auf Lager haben. Wir sehen uns im Tal. Ja, gucken wir uns natürlich nächste Woche an, die neuen Sachen zu den Updates. Ja, ey, das ist ja richtig cool mit PlayStation. Timon und Pumba feiere ich auch. Aber da kann ich endlich eure Bilder auch sehen bei Dream Snaps. Und ich kann euch besuchen. Und ja, guck mal, wie cool. Da haben wir doch gestern noch im Stream drüber geredet. Ach, sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, Timon und Pumba, Summer, das kommt im August. Das ist so ein bisschen, ja, mal gucken.
was es wird. Das soll ja wieder ein größeres Update werden. Ich finde aber gut, dass sie sich jetzt wirklich auf die Fehlerbehebung und so weiter konzentrieren. Die werden wahrscheinlich viel Feedback erhalten haben von uns wegen den ganzen Bugs und so weiter. Showcase gucken wir uns an. Aber sehr cool, ja. Ich bin sehr gespannt auf 2025, ne? Das finde ich jetzt okay. Timon und Pumbas Highlight, da freue ich mich auch drauf. Das wussten wir ja schon. Und ich bin gespannt auf Dezember, mal gucken. Das verrät jetzt nicht wirklich viel. Aber wir kriegen keinen kaufbaren, keine Erweiterung. Hätte ich sogar mit gerechnet im Dezember. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Und natürlich hier Jafar. Ja, da werden wahrscheinlich zwei Charaktere bekommen. Jafar und sie, gehe ich mal stark von aus. Alles klar, Leute, geil. Ja, da können wir uns auf jeden Fall freuen. Und wir haben einen kleinen Ausblick schon, was uns dieses Jahr und nächstes Jahr erwarten wird. Tolle Neuerung. Ja, die auf jeden Fall auch sein müssen. Danke, danke, danke schön fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich freue mich sehr, ich bin sehr aufgeregt. Und dann schreibt gerne mal euer Feedback in die Kommentare, eure Meinung dazu. Seid ihr enttäuscht? Würdet ihr euch mehr wünschen? Und ja, ich werde mir natürlich alles durchlesen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder auch Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.